Sie kam im Schneidersitz zur Welt, ohne Ausdauer und Schnellkraft. Ich glaub, da sitzt sie immer noch, im Blinddarm der Gesellschaft. Sie hieß Dörte Becker und so sah sie auch aus. Sie war ein Bügelbrett, eine graue Maus. Sie studierte Germanistik auf Lehramt in Berlin. Hat die deutsche Sprache so etwas verdient? Wie seh ich aus? Gefalle ich dir? Bitte, bitte sage mir, liebst du mich? Das war die Frage, die sie fragte. Und ich sagte, der Spaßgesellschaft. Du bist der Ausweg aus der Spaßgesellschaft. Wenn ich dich ansehe, wenn ich dich ansehe, wenn ich dich ansehe, ich schau dich an und ich weiß wo lang. Dörte hat jetzt zugegeben, sie onaniert auf Andreas Bader. Das ist der Rubbelmann für das Mittelmaßgeschwader. Oh, Dörte, Dörte, die Heinz-Rudolf Kunze hörte und mir erklärte, also der Heinz-Rudolf Kunze hat im gesamten deutschsprachigen Raum einen der schönsten und klügsten Oberlippenbärte. Dörte, Dörte, du hast so viel Rattern, so viel Bast, wie das alles passt. Jetzt tu doch nicht so, als hättest du den Parmesan erfunden und den Mozzarella. Da waren andere schneller, 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 schneller. Wie seh ich aus? Gefalle ich dir? Bitte, bitte sage mir, liebst du mich? Das war die Frage, die sie fragte. Ich sagte, Lapskaus ist ein Fischgericht, der Koch kennt den Inhalt, der Verbraucher nicht. Wahre Schönheit kommt von innen, kann man jederzeit mit beginnen. Dörte, Dörte, der Spaßgesellschaft. Du bist der Ausweg aus der Spaßgesellschaft. Wenn ich dich ansehe, wenn ich dich ansehe, wenn ich dich ansehe, ich schau dich an und ich weiß, wo lang.